Maxi Buschinski. Er beißt ein. Lol. Wieso lädt's nicht? Hallo. Hallo, schönen Tag. Wow, 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 wow. Warte mal, ich muss mal eben leiser machen. Bin ich sehr laut? Ja. Es tut mir leid, Sie wirken mir sehr sympathisch. Dankeschön. Was darf ich hierher? Ich bin die Stream-Polizei. Okay, okay, okay. Was machst du jetzt? Ich bin hier, um die allgemeinen Stream-Regeln zu prüfen bei jedem Stream auf YouNow. Was irgendwie, also hört, also ruckelt ja nur bei mir oder auch bei euch? Es kann sein, dass es bei mir ruckelt. Ich habe eine sehr schlechte Internetverbindung, ironischerweise. Ja, total ironischerweise. Trotzdem, das hält mich nicht von meiner Pflicht. Von deiner Bestimmung? Von meiner Pflicht, meiner Bestimmung. Ich muss dafür sorgen, dass du die 5 grundlegenden Stream-Regeln einhältst. Das Problem ist, ich werde sie wahrscheinlich nicht verstehen. Wirklich? Ja, weil sie kommen einfach so halbwegs erst bei mir ran, weißt du, weil das ruckelt. Ah, das ist blöd. Das ist wirklich sehr blöd. Ja, das ist wirklich blöd. Da musst du sie schreiben. Ich werde die Regeln schreiben und dich dann darauf ansprechen, okay? Da kommt die Regel Nummer 1. Das ist eine Frage, keine Regel. Hast du Spaß? Die Regel ist, du musst Spaß haben und ich dachte, wir können es ein bisschen interaktiv gestalten. Achso, ja, dann musst du aber die Frage, die Regel auch so formulieren. Als Regel. Die Regel formuliert man als Anwalt. Ich bin Anfänger, es tut mir leid. Meine Güte. Kein Problem, kein Problem. Ich helfe dir, ich helfe dir. Dankeschön. Ich helfe dir bei deiner Arme. Dankeschön. So, da haben wir es. Okay, ich hab Spaß, ich hab Spaß. Das ist gut, das ist sehr wichtig. Ein Stream ist nichts ohne Spaß. Ein Stream ohne Spaß ist ja, was? Ja. Wirklich, als wenn ich keinen Spaß hätte. Gut, dass diese Regel erfüllt ist. Okay, Regel Nummer 2. Da ist jetzt ein kleiner Schreibfehler drin, aber ich versuche hier relativ schnell durchzugehen. Es gibt sehr viele Streams auf YouNow. Alles gut, kein Problem. Da musst du, das ist aber auch eine Sache, die ich ja nicht beeinflussen kann. Oh mein Gott, du hängst fest. Okay. Ja. So, ihr habt Spaß. Okay, Regel Nummer 3? Regel Nummer 3. Ehrlich gesagt, ich kam noch nicht zu der Regel Nummer 3. Ich habe bis jetzt nur 2 Regeln aufgeschrieben, aber 5 hört sich einfach viel besser und professioneller an. Also du hast jetzt keine mehr? Ja, leider. Ernsthaft? Ja, es tut mir leid. Ich habe gerade angefangen. Das ist so eine Art Praktikum. Ich streng mich hier an. Ich habe die 2 Regeln aufgeschrieben. Den Rest kriege ich erst, wenn ich 100 YouNow-Streams geprüft habe. Ey, Junge, aber das ist doch voll die inkompetente Arbeit. Was ist denn los? Was soll man denn, wie soll YouNow da die Leute ausfiltern? Ich weiß es nicht. Das ist die erste... Du setzt mich hier echt unter Stress. Ich versuche hier nur meinen Job zu machen, okay? Das geht nicht. Pass auf. Wer ist dein Vorgesetzter? Mr. YouNow Stream Polizei. Okay, wie ist deine Dienstnummer? 30. Du musst sie schreiben, bitte. Scheiße. Ich mach da keinen Spaß mehr, ohne Witz. Ich hab die Faxen dicke von inkompetenter Arbeit. 30? Was 30. Es gibt nur 30 Leute, die dort arbeiten. Achso, ja, aber die können ja trotzdem, die können ja dann wenigstens so aussehen, die Nummern oder so. Das soll nicht kompliziert sein, das soll einfach relativ simpel dargestellt werden. Ja, aber das sieht cooler aus. Das macht den Eindruck, dass es so eine tausende Politiker gibt. Das macht ja, also mit 30, entschuldige mal, da kannst du ja noch nicht mal eine ordentliche Kanacken-Massenschlägerei von irgendwie schreiben. Mit 30 Polizisten, ich bitte dich. Da hast du recht. Ja. Okay, also dann bin ich soweit. Wie ist das jetzt mit der Prüfung? Bin ich durch? Du bist durch. Ich muss sagen, das war eine 1A-Stream-Prüfung. Ich muss jetzt wieder professionell klingen, damit das alles verendet wird. Okay? Also, ja. Das ist ein sehr toller... Was? Auf jeden Fall klingst du schon mal professioneller, wenn du dir eine neue Internetverbindung zulegst. Dankeschön, ich werde versuchen, mich daran zu ändern. Ich verstehe kein Wort. Ja, das... Egal. Also, der Stream ist sauber, die Kommentare sind sauber, wie ich sehe, der Chat ist gut, du bist ein toller Typ. Ja, also...
Und es gibt eine Warnung herum. Du siehst wahrscheinlich als Gast einen bestimmten Coroleo, kann das sein? Hast du einen Gast einen bestimmten Coroleo? In deiner Gastliste hast du einen bestimmten Coroleo. Ja. Nimm ihn nicht an! Um Gottes Willen, nimm ihn nicht an! Warum denn? Er ist als toxisch zu bezeichnen. Er ist kein guter Mensch. Er kommt hier rein und wird alle zwei Regeln brechen. Und dann komme ich wieder zurück und dann gibt es Konsequenzen. Was gibt es dann? Warum? Also was macht er in meinem Stream? Er wird deine Community angreifen und dich angreifen, persönlich. Und dann sind alle zwei Regeln gebrochen. Unsere zwei bekannten Regeln. Kommt drauf an, manchmal macht das schon Spaß und ist witzig. Oh, mal ganz kurze Unterbrechung. Kitschi ist nicht mehr online. Es kann sein, dass ich gleich weg muss. Nur zur Information. Erstmal ganz kurz: Hallo Asmodis, was geht ab? Und hallo Sonja, herzlich willkommen in meinem Stream. Und Angel, ich habe dich die ganze Zeit nicht begrüßt, aber bemerkt. Herzlich willkommen. Hallo Sonja, ich bin's, die Ach, was geht Streampolizei. ab? Ich begrüße gerade meine Zuschauer. Man muss die Privatsphäre akzeptieren. Regel Nummer 4, die ich jetzt aufstelle: Wenn du irgendwo zu Gast bist, unterbrich ihn nicht beim Reden. So, Claudinesse, herzlich willkommen in meinem Stream und Knuddelzettel auch, herzlich willkommen in meinem Stream. Mandy Mo, was geht ab? Herzlich willkommen und Manuel Ahren, was läuft? Herzlich willkommen. Sonst habe ich, glaube ich, alle begrüßt. Nein, Rick habe ich noch nicht begrüßt. Herzlich willkommen, Rick, was geht ab? Danke fürs Fanwerden übrigens. Ich glaube, du bist gerade Fan geworden. Ich danke dir, falls ich dir noch nicht gedankt habe. Spiele Nater, was geht ab? Irgendwie sind heute voll viele drin, die so ganz komische. Profilbilder immer drin haben, so Dinger halt. Aber da, was Cartoonhaft? läuft? Alles fresh? Okay, also ich will das jetzt hier schnell abpacken. Ich habe noch sehr viele andere Streams zu prüfen. Kein Problem, kein Problem. Aber guck, dass du deine Arbeit ordentlich machst mit Karin. Ja? Vielen Dank. Das ist mein erster Tag. Ich versuche mich hier echt anzustrengen. Da bin ich echt kooperativen Streamern wie dir echt dankbar. Ich wollte gerade sagen, ne, ich bin ja dabei, mit dir zu arbeiten und ich helfe dir ja. Und wie gesagt, du musst sie als Aufforderung formulieren, ja, nicht als Frage. Das macht keinen Sinn. Ganz genau, es tut mir sehr leid. Ich versuche mich zu bessern. Ich werde es meinem Boss melden, diesen Streamer extra viel Aufmerksamkeit zu geben. Ich werde dafür sorgen. Ja, wie ich sehe, ja, ich gehe. Meine Fresse. Viel Erfolg auf jeden Fall und catch them all. Okay. Danke mich fürs Zusehen.